Diese kleinen Birma-Katzenbabys haben ja schon eine Menge Fell. Und damit aus so einem Fellknäuel nicht irgendwann mal eine verfilzte Katze wird, zeigt Ihnen unsere Katzenexpertin Birger Dechsel, wie man sie am besten pflegt. Frau Dechsel, Katzen sind ja dafür bekannt, dass sie selbst eine intensive Fellpflege begehen. Warum muss der Mensch denn da nachhelfen? Es gibt Katzenrassen, die sind darauf gezüchtet worden, dass das Haar immer länger wird. Bei den Perserkatzen zum Beispiel, die schaffen es überhaupt nicht ohne menschliche Hilfe mehr. Kann ich also mit einem ganz normalen Kamm meine Katze pflegen? Nein, ich sollte keinen normalen Kamm nehmen, der lädt sich statisch auf, sondern die Werkzeuge aus dem Zoofachhandel kaufen. Da gibt es verschiedene Kämme und Bürsten der unterschiedlichen Größen. Das hängt davon ab, welche Rasse ich zu Hause habe, wie lang das Fell sozusagen ist, was geeignet ist. Das richtige Werkzeug hätten wir schon mal. Wie gehe ich aber mit diesem Werkzeug richtig um? Ich sollte es vor allen Dingen der Katze erstmal spielerisch beibringen. Da bietet sich so eine Babybürste an, dass die Katze merkt, das ist ganz angenehm. Ich arbeite immer von oben nach unten, würde mit der Hand so ein bisschen gegenhalten, sodass es nicht zieht und unangenehm für die Katze ist, wenn ich mit dem Kamm durchziehe. Ich benutze gerne einen Kamm mit rotierenden Zinken. Die drehen sich sozusagen und wenn ich das da durchziehe, dann drehen sich die Zinken mit und es kann nichts hängen bleiben. Das ist sehr, sehr angenehm für die Katze. Dann sollte ich auch niemals gegen den Strich bürsten. Das mögen Katzen nicht. In kurzen Intervallen, das ist auch ganz wichtig, aufhören, bevor es am schönsten ist sozusagen und hinterher mit einem tollen Leckerchen oder irgendwas anderem belohnen. Aber was mache ich nun, wenn die Katze partout nicht gepflegt werden möchte? Dann hat die Katze wahrscheinlich schon negative Erfahrungen mit dem Kämmen gemacht. Vielleicht ist sie schon verknotet und hat Verfilzungen. Und dann bleibt mir meistens nur noch eins übrig, nämlich der Gang zum Tierarzt. Dann muss die Katze runtergeschoren werden. Und sofort, nachdem die Katze geschoren worden ist, mit der Fellpflege beginnen. Auch wenn es dann noch nicht nötig ist. Ja, und in welchem Alter soll ich mit der Pflege beginnen? Man beginnt so früh wie möglich auf eine ganz spielerische Art und Weise, die Katze daran zu gewöhnen, dass sie gekämmt wird, sodass es einfach Teil ihres Alltags wird. Also fassen wir zusammen. Nur die richtigen Kämme und Bürsten benutzen. Eine tägliche Pflege ist ganz wichtig. Lieber in kleinen Intervallen und anschließend die Belohnung nicht vergessen. Niemals Zwang ausüben und so früh wie möglich damit anfangen, damit sie Spaß dabei haben. Ja.